Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas ernsteren Thema und zwar Europawahlen stehen an. Der gute Steve hat mich darauf aufmerksam gemacht, hey, mach doch mal ein Video darüber und ich möchte auch gerne meine Meinung mal dazu sagen. Ist ja von Rezo ein krass virales Video online gegangen, wo es um die Zerstörung der CDU geht und den Parteien, die ähnliche Ansätze verfolgen und ähnlichen Mist bauen und so weiter. Und die Europawahlen stehen vor der Tür. Ich finde es mega gut, dass so große YouTuber ihre Reichweite nutzen, um etwas zu bewirken. Das heißt, um die jungen Leute dazu zu bringen, wirklich wählen zu gehen, weil es ist wirklich eine wichtige Angelegenheit, wählen zu gehen und nicht immer sich zurückzuhalten. Aber ich möchte das Thema Politik aus einer anderen Seite beleuchten. Ich bin nämlich der Meinung, dass es zwar wichtig ist, wählen zu gehen und dass es wichtig ist, sich einzusetzen, aber es fängt noch ganz woanders an. Ja? Ihr müsst nicht nur einmal im Jahr wählen gehen, sondern ihr müsst ständig daran arbeiten, euch selber mal zu verändern. Ja? Das heißt, ihr könnt nicht immer erwarten, dass andere Menschen etwas für euch ändern, sondern ihr müsst es selbst in die Hand nehmen und es ändern. Es ist ja schön und gut, die Verantwortung irgendwem anders zu übergeben, aber letzten Endes liegt es bei euch. Was macht Politik? Politik versucht uns doch im Endeffekt eigentlich nur in irgendwelche Klassen einzuteilen und uns eigentlich nur zu separieren. Das heißt, Politik bringt uns im Endeffekt eigentlich auseinander. Ob es jetzt ist, dass der eine die CDU wählt, der eine die AfD, der andere die FDP, total egal. Egal was, ob ihr euch deswegen streitet oder ob die Politik uns in verschiedene Klassen einteilt, sei es Steuerklassen, der und der bekommt das und das Geld, der und der bekommt die und die Unterstützung. Wir sind alle die gleichen Menschen und wir sind alle für uns selber verantwortlich, was wir mit unserem Leben machen und was wir aus unserem Leben machen. Das heißt, im Endeffekt trennt uns die Politik immer, egal auch in welchem Land. Es gibt immer Stress wegen Politik. Die Menschen fangen an, sich zu streiten und fangen an, Kriege zu führen gegeneinander. Und wer gewinnt am Ende? Ja, die Leute, die da ganz oben sitzen, die gewinnen. Und meine Meinung ist, dass wir Menschen erstmal an sich zusammenwachsen sollten. Dass wir an sich erstmal aufhören sollten, immer gegeneinander zu handeln und zu schauen, was macht der neben uns, ob da das Gras vielleicht grüner ist und ob wir da irgendwas abgreifen können, ob wir da irgendwie von profitieren können, was andere haben. Können wir nicht einfach mal bedingungslos jemand anderem Liebe schenken, jemand anderem etwas Gutes wollen, jemand anderem ein Lächeln schenken auf der Straße? Es sind so kleine, kleine Dinge, die wir nicht auf die Kette bekommen und dann, wofür sollen wir dann so Riesenprojekte, klar, sagen wir Klimawandel und so weiter, ja, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen da uns ändern und die Politik muss da auch was machen, aber wir müssen dabei anfangen. Nehmen wir als Beispiel Alkohol trinken bei mir. So, ich finde es nicht gut, wenn die Leute alle sich am Wochenende wegscheppern und ich versuche, das selbst zu verkörpern, dass es auch anders geht. Das heißt, ich verzichte und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ne, ich trinke nicht. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren, genau das Gleiche zu tun. Das könnt ihr in jedem Lebensbereich machen. Ob das jetzt zum Beispiel Sport ist. Jeder kennt das, wenn ihr mit Sport anfangt, plötzlich machen jede Menge Leute in eurem Umkreis auf einmal auch Sport. Woran liegt das? Dass ihr das selber verkörpert und dass ihr selber die Veränderung seid, die ihr dann bei den anderen bewirkt. Das heißt, fangt bei euch selber an. Mein Wunsch wäre es, in erster Linie geht wählen, ja. Ich muss eine Briefwahl machen, weil ich am Wochenende keine Zeit habe. Aber selbst dann könnt ihr wählen gehen, auch wenn ihr keine Zeit habt. Ich bin das beste Beispiel dafür. Punkt Nummer zwei. Die Menschheit sollte sich am Tag wenigstens 10 Minuten nehmen, einfach mal nichts zu tun, in sich zu gehen und die Antworten von innen zu holen. Das heißt, nicht von außen sich beeinflussen lassen, nicht von euren Freunden euch beeinflussen lassen, nicht mal von eurer Familie. Es geht um euch, es geht darum, was ihr in der Welt darstellen möchtet und was ihr in der Welt bewirken wollt. Wir jetzt
die Generation und die Generation, die danach noch kommt, wir haben es in der Hand, was wir machen mit unserem Planeten, mit unserem Leben, mit unserer Umwelt, mit allem. Wir haben es in der Hand und wir müssen entscheiden, wie wir handeln, wie wir wählen, für was wir uns entscheiden. Das heißt, Europawahlen sind die eine Sache und die Politik ist auch eine Sache, aber die ganz andere Sache ist euer eigenes Bewusstsein. Müssen wir nicht selber langsam mal entscheiden, dass wir mal die Augen aufmachen und mal wirklich sehen, was so abgeht? So viele verschließen sich davor, weil sie dauernd in ihrem Alltag gefangen sind und weil sie nicht mehr wissen, wo ist oben, wo ist unten, weil sie so im Stress sind wegen allem Möglichen und lenken sich ab mit Streiten mit der Familie, mit Streiten mit dem Partner. So viele Einflüsse kommen auf uns rein und wir vergessen einfach vollkommen, für was wir eigentlich stehen, was wir eigentlich darstellen, was ist eigentlich unser Sinn im Leben. Und das muss jeder für sich selber beantworten. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wer er sein möchte, wo er stehen möchte und was er in der Welt bewirken möchte. Ich mache solche Videos, wie wo ich über meine Gefühle rede, die mache ich nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei. Ich mache die aus zwei einfachen Gründen. Aus dem ersten Grund, dass ich damit einerseits meine Gefühle verarbeite und andererseits, dass ich hoffe, den einen oder anderen da draußen zu erreichen und zu inspirieren, dass ihr vielleicht versucht, mal die Augen zu öffnen. Das beste Beispiel ist Videos, die vollkommen sinnlos sind, wie ein veganer Burger bei McDonald's, kriegt fast 1000 Klicks. Und ein Video darüber, was wir vor dem Tod bereuen, gibt nur 100. Jetzt entscheidet ihr da draußen einfach mal, was davon ist wirklich wichtig, was davon ist essentiell und was davon ist Ablenkung. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein bisschen spontan, keine großen Cuts, einfach ein One-Take abgedreht. Entschuldigt mir jeden Versprecher. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Ich gehe stark davon aus, dass im Endeffekt keine Veränderung kommen wird, weil die Politik, ja, die Demokratie ist meiner Meinung nach mehr oder weniger eine Illusion und so viel Wahl haben wir da gar nicht. Wir können versuchen, was zu verändern, aber da muss die Veränderung bei uns selbst anfangen und nicht bei irgendwelchen Politikern, die sich eh nur für sich selber interessieren. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das war ganz spontan. Gewöhnt euch nicht an freitags ein neues Video. Das wird nicht dauerhaft passieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.